Willkommen zu The Joy of Creation, Kinders! Ihr habt es euch ja ganz feste gewünscht, dass ich mir das mal anschaue. Also, press X to continue, press escape to not show again, press spacebar to stand up or sit down, press left click to interact with objects, look up while sitting and hold left click to sleep. Hello, Nick? Hey, little Nicky. Now, don't be scared, Nick, okay? Listen to me, and we can defeat those monsters, all right? Freddy is at the window, so if you see him peeking, close the curtains until he's gone. Bonnie will knock on the door and open it afterwards. Disable the lights and sit down until he leaves. Chica will try to stun you by scaring you, so if you see her peeking through the closet, shut off your lights and don't pretend to sleep. She'll think you're gone. And Foxy will appear under your crib and move upwards. So when he's next to your bed, pretend to sleep until you hear him leave. Also, wir haben ja wie immer die vier Gestalten des Todes. Oh fuck. Jo. Ich glaube, er kommt schon durch die Tür jetzt, oder? Shit? Nein. Ist er schon. Oh, der ist schon da. Kann ich das auch im Sitzen machen? Gehst du weg? Hallo? Fuck, ich muss das die ganze Zeit halten. Oh mein Gott. Ist er weg? Ah, sehr gut. Hinsetzen. Chillen. Nein. Oh shit, Mann. Ich hab das Licht noch an. Er ist direkt davor. Gehst du mal weg? Oh fuck. Hä? Kam er jetzt eben zu mir rein? Der Pisser? Das war der, ne? Das war doch der Freddy, der Frederik da, hä? Ja, ja. Mhm. Okay, ich bin ready, verschisse nochmal. Ich lasse das Licht aus, er braucht schon Licht. Freduard, ich mach einfach zu. Fuck! Freduard, ich schlaf schon. Freduard? Bitte erwarte nicht, dass ich das irgendwie durchspiele oder so. Also einfach nur von meinem Können her. Ich habe diese Sister Location mal angefangen und ich konnte es nicht fertig spielen, weil ich zum Glück nicht am Anfang, aber weiter hinten bin ich hängen geblieben. Hab's einfach nicht geschafft. Diese blöden Time-Events und sowas. Aber das scheint ja völlig in Ordnung zu gehen, oder? Ich habe vergessen, was ich machen muss, wenn... Oh oh. Muss ich mich bei ihm hinlegen? Nee. Scheiße, ich weiß nicht mehr, bei wem ich mich hinlegen muss. Das ist jetzt echt blöd. Ich glaube... Oh Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, das war falsch. Ne, halt. Bin noch da. Okay. Versucht mich nur zu stunnen. Oh fuck. Sitzen bleiben. Sitzen bleiben. Ich weiß nicht, ob ich ihn angucken soll oder nicht. Werden wir gleich sehen. Guck, guck. Ja. Piss dich, Alter. Ich bin nämlich ein Baby. Und zwar ein großes. Schon. Ihr seid echt Gauner. Ihr seid echt Gauner da mit euren Spielvorschlägen. Oh, nein, nein. No. Bin ich weg? Ich zitter voll. Ah! Ich schlaf! Oh Gott, die Tür klopft auch. Jetzt bin ich gleich sowas von durchgenudelt. Okay, nur Stunt. Eigentlich macht das doch dann gar nicht, das Vieh, oder? Ich glaube, ich muss nur rechtzeitig das Licht ausmachen, weil wenn er mich stunt, kriege ich dann das Licht nicht mehr aus. Ich lasse gleich vor Herzinfarkt-Risiken hier. Ah! I'm so fucked right now! Alle gucken! Oh, er ist einfach über mir gewesen. Freddy will get in. Ja, ich weiß, dass er mich gesehen hat. Ja, er hat mich gesehen. Ich weiß. Wo ist er? Er schreckt mich halt. Get me! Fucking get me! Come on! Who's knocking on the door? Like a hoe? Freddy, geh doch weg! Oh Gott. Komm, ich... Ich sitze im Bett. Es ist in Ordnung. Soll ich ihn angucken? So volle Pulle? Krass, klopft einfach nur und kommt nicht rein. Wie unhöflich. Bitte? Mutti? Ich dachte, bringt mir jetzt vielleicht was vorbei. Flash und Carbar oder so. Ich sitze. Ich mache nichts. Ciao. Ich glaube, das Hühnchen kommt nur, wenn ich das Licht aus habe. Tja, Freddy, ne? Dumm gelaufen für dich. Bitch. Und morgen früh, wenn du schläfst, schlafe ich auch noch, denn ich schlafe gern lang. Oh, jetzt kommt er. Ich sitze im Bett, Mutti. Ich habe nichts gemacht. Hallo?
Dieses Vertrauen, es ist wirklich grandios von dir. Ja, Bitch. No! Warte. No. Jetzt ist er close. Achtung. Gut. Wie viel ist jetzt? Eins! Ich muss bis sechs durchhalten, das ist erst eins? Okay. Hinsetzen und chillen. That can't be. Fuck, fuck. Es ist jetzt erst zwei. Leute, ich fange an. Oh Gott, links von mir ist irgendwas. Oh! Wie soll ich es machen? Was hätte ich da machen sollen? Okay, komm, last round, jetzt wird's. Night Fever. Oh fuck, das Hühnchen kreischt rum, der Anna kloppt wie ein Bekloppter. Freddy aka Pisspantoffel ist auch gleich wieder da. Und der andere Hanswurst, den würde ich auch gerne mal rechtzeitig sehen, ne? Nein. Oh Gott. Ist Freddy weg? Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Licht auch ausmachen muss, wenn meine Bettwanze da hochkommt hier. Bärchen ist am Start, geil. Hakenhand, wo bist du? Ich gehe mal nach da vorne, vielleicht sehe ich von da besser. Nicht. Ich würde gerne nach unten schauen können, aber es geht nicht. Also falls euch wundert, warum ich... Hakenhand. Und zack! Jetzt hören wir genau hin. Ist es jetzt wieder weg? Ja! It has functionized! Es hat funktioniert, halt auf Englisch gesagt, ne? Schwierig für manche, die kein Englisch können. Ah! Ich habe nichts gemacht, Vater. Sitze ich überhaupt oder stehe ich gerade? Bitte, ich sitze da. Okay, also im Moment, Oh. Oh shit! Ja, ich muss noch aufräumen, ist in Ordnung. Boah, ey, Eltern, oder? Boah. Hakenhand? Schön. 3 Uhr. Hälfte ist geschafft. Easy. Jetzt kommen gleich alle gleichzeitig. Weißt du, was das heißt? Okay, fuck. Unter mir kommt auch. Shit. Oh shit. Was? Fuck. Warum zitter ich denn so arg? Gut, klar, ich bin Kind. Ist verständlich irgendwie, oder? Oh nein, Freddy, bitte. Ich muss hier... Freddy. Scheiße. Jetzt kommt Chica von hinten. Ja. Oh Gott. Ja. Ich bin der König der Welt. My hands are shaking, but I'm still shooting. Der kam jetzt aber echt schnell. Warte kurz. Ich mach einfach zu. Okay. Oh Gott. Seid ihr alle weg? Ich weiß nicht, ob es da vorne weg ist, das Viech. Nein! Ja. Immer noch 4 Uhr, sage mal. Ich schwitze ja seit Stunden. 5 Uhr. Jetzt ist es 5, laber nicht. Es ist schon seit Stunden 5. Ist geschafft? Bin ich tot? Habe ich einen Hirnschlag gerade? Oh Gott, wer steht denn hier drin? Oh Gott! Um Himmels Willen, das ist das, was er ganz am Anfang gesagt hat. Wenn man zu lange im Dunkeln ist oder zu lange auf die Monster guckt, dann wird man wahnsinnig. Ich war schon am Ende eigentlich. Ich habe mal wieder für euch gelitten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann es ja dann anhand der Bewertungen und der Kommentare sehen, wie gut der Horrorkram mal wieder auf dem Kanal ankommt. Das mache ich eigentlich immer wieder zwischendurch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.